Markus, der Zweitliga-Aufstieg ist geschafft. Du warst bei beiden Relegationsspielen natürlich vor Ort dabei. Wie verdient ist dieser Aufstieg und wie hast du die Leistung der Mannschaft in den beiden Spielen gesehen? Ja, hundertprozentig verdient, wenn man sich die beiden Relegationsspiele anschaut. Das Hinspiel, wie die Mannschaft das gemacht hat, vom Ergebnis her, aber auch von der Art und Weise, wie sie gespielt hat. Also das war wahnsinnig überzeugend. Im Rückspiel genau das Gleiche, mit einer denkbar ungünstigen Situation nach 3-4 Minuten gestartet. Und dann aber Schritt für Schritt hat die Mannschaft sich wieder reingebissen ins Spiel und dann das Ding wahnsinnig gut gedreht. Und das spricht einfach für die Mannschaft und deswegen hat sie es auch verdient. Aber auch wenn man sich die ganze Saison anschaut, schwierig reingekommen in die Saison, ein bisschen unglücklich am Anfang, dann eigentlich über die ganze Saison hinweg immer vorne sich festgeklemmt, nie ganz vorne in der Tabelle, aber trotzdem immer auf den Aufstiegsplätzen oder nah dran, meistens sogar auf den Aufstiegsplätzen. So, und wenn eine Mannschaft das tut, dann kommt das nicht von ungefähr, wenn du 70 Punkte holst in der dritten Liga. Also alles spricht dafür, dass die Mannschaft es verdient hat. Und vor allen Dingen, und das spricht für den Geist der Mannschaft auch und für das Team, sie hat in den ganz entscheidenden Momenten, wenn es immer um alles ging, dann waren sie immer da. Und das spricht für eine klasse Mannschaft und deswegen haben sie es 100% verdient. Wie siehst du in dem Zusammenhang von den Attributen, die du gerade angesprochen hast, wie siehst du die Entwicklung im Verein, in sportlicher Hinsicht vor allem? Ja, ich denke, dass der Aufstieg jetzt ist natürlich ein toller Erfolg. Aber das ist das, was ich immer sage, er ist das Ergebnis von professioneller, harter Arbeit. Und das haben alle, sowohl die Jungs auf dem Rasen, aber alle drumherum, auch in der sportlichen Führung, wie der Kader zusammengestellt worden ist, wie nachjustiert worden ist an verschiedensten Stellen, wie die Analyse gemacht worden ist der letzten Saison. Es wäre einfach gewesen zu sagen, wir brauchen ganz viele neue Spieler, weil es ist nicht ganz so toll gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Das ist nicht gemacht worden, sondern man hat genau analysiert, man hat auch wirklich sehr gut analytisch gearbeitet und ich glaube, daraus sind die richtigen Entscheidungen abgeleitet worden. Und das sind alles Bausteine, warum letztendlich der Erfolg gekommen ist. Und insofern glaube ich, dass es jetzt das Ergebnis dieser Arbeit ist und ich bin auch hundertprozentig davon überzeugt, dass wenn du nachhaltig erfolgreich sein willst und wenn du jetzt vor allen Dingen in der zweiten Bundesliga die Klasse halten willst, dann musst du genauso weiterarbeiten und musst auf dem aufbauen und ich glaube, das Fundament ist gut, aber wir müssen jetzt genauso konsequent weiter dran arbeiten, weil nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Du hast natürlich alle drei Aufstiege miterlebt. Wie siehst du den Verein aufgestellt, wenn du jetzt ihn beispielsweise mit dem Aufstieg 2019 vergleichst? Ich glaube, dass wir noch mal deutlich weiter sind als 2019. Wir haben natürlich auf der einen Seite ist die ganze Stadionfrage ist nicht mehr das Thema, sondern dort haben wir die Hausaufgaben in den letzten Jahren gemacht. Wir haben insgesamt, glaube ich, was Infrastruktur angeht, was vor allen Dingen aber, ich sage mal, das Fundament in der Zusammenarbeit innerhalb des gesamten Vereins ist eine ganz, ganz andere. Die Art und Weise, wie wir mittlerweile arbeiten, wesentlich analytischer, wesentlich datengetriebener zum Beispiel. Da sind ganz, ganz viele Elemente, wo ich sage, wir sind deutlich weiter, als wir 2019 waren. Wir sollten nicht den Fehler machen, zu glauben, es ist alles gut und deswegen ist das ein Selbstläufer. Mit Sicherheit nicht. Aber ich glaube, wir haben allen Grund, ich sag mal, davon auszugehen, dass wir ein gutes Fundament haben. Aber dieses Fundament wollen wir weiterentwickeln, damit wir auch nach wie vor und nachhaltig vor allen Dingen erfolgreich sind und die Klasse halten. Letzte Frage, auch wenn der Aufstieg noch gar nicht so lange her ist, wie groß ist bei dir die Vorfreude auf die kommende Zweitligasaison? Ja, brutal groß. Jetzt schon in den Relegationsspielen, wenn ich diesen Vorspann sehe, der da immer kommt und dann sind die ganzen Logos der Mannschaften drin und wir sind wieder dabei, das ist einfach ein tolles Gefühl, das ist wahnsinnig schön. Wir freuen uns auf ganz, ganz tolle Spiele, super Mannschaften. Wir haben es gesehen, der Zuschauerzuspruch ist immer besser geworden am Ende der Saison. Wir haben gegen Halle über 8.000 gehabt, wir waren ausverkauft im Relegationsspiel und es war ein Stadion voller Wien Wiesbadener. Und insofern freue ich mich drauf und bin total guter Dinge, dass wir richtig schöne, tolle Heimspiele haben mit ganz vielen Fans. Und man hört es ja auch im Umfeld, dass ganz viele sagen, boah, ich habe mir schon Dauerkarten geholt oder ich will auf jeden Fall dabei sein. Und das ist toll und darauf freue ich mich. Dankeschön. Gerne.